Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Eden 4-5-Völker. Ja, diesmal ist Isengard dran. Und wir spielen natürlich gegen Rohan auf Pfoten des Isen. Sehr, sehr klassisch, muss man sagen. Und ja, was kann ich zu Isengard sagen? Es ist für mich ein Volk, was immer so okay ist, ne? Also, es war nie mein Lieblingsvolk, es war nie ein Hassvolk von mir. Es war immer irgendwie einfach da. Aber irgendwie hat es hat keine Faszination irgendwie bei mir ausgelöst, leider. Isengard ist so, ne, kann man mal spielen, aber ich würde es wahrscheinlich sehr selten auswählen, wenn ich sagen würde, boah, ich möchte jetzt das oder das Volk wählen. Da gibt es, glaube ich, drei, vier andere Völker, die ich eher nehmen würde. Und, naja, worauf gehen wir? Wir gehen erstmal hier auf Minenschacht. Und holen uns sehr viel Wirtschaft, würde ich sagen. Weil die Sägewerke wurden nämlich umgeändert. Die guten Sägewerke wurden jetzt umgeändert. Und zwar sind die sehr stark auf kurzer Zeit jetzt. Die sind nicht mehr so gut auf lange Zeit. Sie holzen sehr schnell ab im Endeffekt. Und man kriegt dadurch einen Wirtschaftsboost. Das kann im Early Game sehr, sehr angenehm sein. Wenn der Gegner dich da nicht her ist an der Stelle. Während wir creepen, gucken wir uns mal das Spell mal kurz an. Palantir und verfluchtes Land. Da passen das Spells. Ich werde das verfluchte Land nehmen, weil ich glaube, Palantir ist nicht so nützlich gegen eine KI. Gegen echte Spieler glaube ich sehr, weil du einfach Vision generierst und weißt, was der Gegner macht. Das ist eigentlich sehr gut. Und wir wollen hier schon mal eine Urukube. Ah. Gut, Nulunar. Ich meine, ich könnte auch selber auf Nulunar gehen, aber ich glaube, gegen die KI ist es nicht so effektiv, weil die sehr auf Harris setzen und da kommen auch schon die ersten Dreckspawnen. Wollen mich hier einreißen. Jetzt habe ich verklickt. Nice! Sehr gut. Ah, Doppelklick for the win. Ah, dann gibt es hier oben eben noch ein weiteres Gebäude. Ah, die Uruks wurden geändert. Sie haben jetzt keinen Waffenwechsel mehr. Ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Einmal waren sie balance-technisch ein Problem, weil durch ihren Waffenwechsel waren sie gerne mal sehr, zu stark oder zu schwach. Und jetzt haben sie noch eine Jagdpfeile. Wenn ich natürlich jetzt mein Gehöft verliere, ist sehr ärgerlich. Aber nun gut, ich habe mich fürs Creepen entschieden gehabt. Damit muss man leben. Was gibt's für den Holzfällerbau zu sagen, für den Holzfäller? Man sollte 5 haben, um es maximal auszulasten. Ich weiß aber nicht, ob das so worth ist, weil man eh die ganzen Bäume hier wegfällt, relativ schnell. Und Bauern, jetzt sterbt doch mal einfach. Ne? Einfach euer Schicksal akzeptieren und den Löffel abgeben, würde ich mal behaupten. Ein Schwachpunkt von Isengard ist leider auch, dass sie. Oh, da kommt schon weiter. Oh, das ist ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, sie haben keine Piken am Anfang. Das ist sehr, sehr belastend für Isengard. Im Punkto Creepen gegen einige Creeps. Wie zum Beispiel Waage haben sie Probleme mit. Oder halt auch gegen, naja, gegen so ein Reitervolk, Isengard, was jetzt schon mit Reitern sehr viel kommt. Sehr belastend ist. Wo ich leider auch nicht viel machen kann jetzt gerade. Da kann ich echt nicht viel machen gegen. Die muss ich jetzt freie Hand lassen, leider. Ich würde da sehr viele Verluste nehmen. So ist das nun mal. Aber gegen die könnte ich hier kämpfen, theoretisch. Ja, Isengard. Isengard. Verhältnismäßig ruhiges Early gerade. Halbwegs. Weil ich einfach nichts machen kann. ja, die Early-Reiter sind halt einfach. Die töten mich etwas. Aber ich könnte Waage dagegen bauen, ja. Aber Waage sind recht teuer im Verhältnis dazu. Oh, das will ich jetzt nicht so gerne sehen. Aber meine Jagdpfeile können auch, glaube ich, Reiter umwerfen, stellenweise. Und das ändert das natürlich schon mal hier ein bisschen. Meinen Gunsten, würde ich mal behaupten.
Bauen wir noch ein bisschen Wirtschaft uns aus. Wir müssen versuchen, auf jeden Fall früh auf unser wirtschaftliches Upgrade zu kommen. Na. Wäre schön, wenn das Sägewerk hier noch stehen bleibt, aber... Gar nicht übel ist. Ah ja, Sägewerke sind halt echt leicht zu attackieren. Echt leicht rauszunehmen auch. Ich meine, ich kann jetzt wieder zwei Augarbeiter bauen, aber... Die es rausreichen werden, fragweise. Fragwürdig, fragweise, fragweise. Hm. Ja, ne, die Rohirrim, ne? Einfach nur am Nerven. Mehr macht ihr doch eh nicht, ne? Nervenbolzen. Klassische Nervenbolzen. Hier oben haben sie sogar sich ein Geschäft gegönnt. Die alten Gönner. Das sollte ich aber hinbekommen, hoffentlich. Ansonsten bauen wir uns mal eine kleine Verteidigung hier auch auf. Und da kommen schon die nächsten Bauern. Furchtbar, dieses Pack. Einfach furchtbar. Möchtet ihr mal kämpfen, Orks? Das ist aber lieb von euch. Ja, ihr könnt euch gerne an den Wag da wasten. Okay, bringt sogar den Wag um. Also gut zum Pieken. Wir dürfen das wohl. Ah, der Vaku spawnt halt echt schnell wieder. Ah, das geht recht fix. Die Frage ist, brauche ich nur mal ein Sägewerk? Ich probiere es nochmal. Ich muss jetzt echt schnell probieren, hier auf die Kriegsmaschinerie zu kommen. Und dieses Göft einzureißen. Ah, Göfte sind prinzipiell das Böse. Alter, das Mary und oh Gott. Ich glaube, das wird nicht so gut ausgehen für meine Uruks hier. Das wird sehr schlecht ausgehen für meine Uruks hier. Ich meine, ich habe jetzt hier. Das kann ich mir hier auf jeden Fall irgendwie 1,5 gönnen. Das machen wir auch mal. Ein Held lohnt sich nicht so ganz. Ich kann schon mal eine Rüstkammer hochziehen. Und jetzt hoffentlich. Wird meine Verteidigung ein wenig halten, bis das Upgrade hier durch ist. Aber ich hätte meine Ruxa nicht so offensiv halten dürfen. Das war natürlich ein Fehler meinerseits. Aber ich setze mal jetzt darauf, dass die Verteidigung Isengards standhalten wird. Jedenfalls eine Zeit lang, bis ich meine Ruxa bauen kann. So lange muss ich leider ein bisschen zugucken. Aber die scheinen sich mit dem Wagen zu begnügen, oder? Ach, das ist das. Der Harris ist natürlich jetzt echt eklig. Ich weiß nicht. Ich würde gerne auf den 12 kommen. Stellen auf wessen Hand. Man kann einmal Duländer, Verräter Romans und Kieschnack beschwören. Was sich echt nicht schlecht anhört. Ist auch ein neuer Spell. So, jetzt probieren wir mal hier die Uruks rauszupumpen. Ich verliere gar nicht so viel. Jetzt hängt der Rohan Heldenspam an. Was ein bisschen. Ein bisschen ekelhaft ist meistens, muss ich sagen. Also, ne, also, uff. Na, was machst du mit diesen ganzen Helden? Also, du kannst einen Lurz bauen, aber gefühlt die Lurz auch ziemlich einen auf die Kappe von den ganzen Helden. Also, weil die Heldenmasse ist halt echt groß. Ne? Aber das scheint ja irgendwie zu funktionieren hier. Mal gucken, ob ich noch viel Lutz genug zusammenbekomme. Ah, Eomer auch tot. Wunderschön. Ich hätte gerne echt schon die Plünderschaft gehabt. Von Lutz. Auf die warte ich noch ein bisschen. Muss ich noch warten. Aber ich glaube, Helden geben dafür gutes Cash. Wenn meine Orks sich nicht so anstellen würden gegen diesen dummen Mary. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann spießt du auch auf. Ja gut. Ah, das wirkt doch jetzt schon mal ein bisschen stabiler hier. Da kommen schon die nächsten Helden. Kommt wieder Eomer und Hammer. Es ist halt etwas schwierig. Muss man sagen.
Ja, Lutz wird hier direkt angegangen von dem guten Eomer. Ich meine, das sind beides ja. Nee, Eomer ist sogar Massenvernichter geworden. Also, der so viel Schaden gegen mich macht, ist fast ein bisschen komisch, aber ist halt die KI, ne? Die darf das. Ja. Das sieht echt ein bisschen qualvoll hier aus. Das Witcher-Upgrade gibt es in der Rüstkammer und das werde ich auch brauchen. Das werde ich auch gleich brauchen und das werde ich auch upgraden jetzt. Also es ist ein unglaublich starkes Upgrade, alle Gehöfte auf Level 2 zu machen. Das ist ziemlich strong. Und ich werde wieder reingehen hier. Mich hinter meinen Wagen verstecken. Die könnt ihr echt gerne angreifen. Aber lasst mich bitte in Ruhe hier. Ich habe was ich vor, auf jeden Fall gleich nachher, wenn ich es überleben sollte, die Minenschächte abreißen. Und dafür Schmelzöfen zu bauen und außen nur noch eine Minenschächte zu haben. Das sollte sich geldtechnisch lohnen, hoffentlich. Immer mehr Piken bauen gegen diese dummen Reiter. Ja, das könnt ihr, oder? Flint das anreißen? Ne, das sind noch Bäume. Wäre eigentlich unschön, wenn das anreißt. Das wäre nicht so geil. Es ist schon lustig, dass Isengard so dort zurückgedrängt wird am Anfang. Eine Ramme gefällt mir noch weniger. Ich weiß nicht, ob ich Bogenschützen bauen sollte, ob sich das lohnt. Probier's mal. Uruk, die Formation von ihnen finde ich komisch. Für plus 25% Angriff. Minus 25% Rüstung gegen Fernkampfangriffe. Ich weiß nicht. Irgendwie wirkt das sehr komisch. Also punkto, wie sie sich zusammenstellen. Ne? Also, sie sind ja deutlich enger zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das probieren soll. Ob ich hätte ihnen einen Defensiv-Bonus gegeben oder sowas. Dass sie vielleicht langsamer sind. Aber natürlich, das wäre natürlich sehr ähnlich zu Gondor. Aber da wollte man wahrscheinlich irgendwie einen Unterschied darstellen. Ich kaufe mir schon mal CP. Und ja, wir müssen auf jeden Fall weiter oben bauen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier so weit vorne raus bin, dass ich hier draußen gecatcht werde im Endeffekt. Und dann sieht es nicht mehr so gut für mich aus. Und das hier unten gibt es noch. Ah, genau. Da kommt nämlich schon die Reiterstaffel. Damit habe ich jetzt weniger Probleme mit meinem Pieken, aber. Aber ich werde mich trotzdem zurückziehen. Immer weiter Piken bauen. A und O. Ah, Lutz Level 3, das ist gut. Das hat dann nämlich seinen Blutbart. Womit er auch gegen Helden ganz gut ankommen sollte. Und ich merke schon, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr in die Base verziehen. Man könnte überlegen, ob ich auf Pavage gehen sollte, um hinten Bogenschützen rauszukommen. Und ich glaube, ich probiere das auch. So, wo haben wir denn Vakube? Ja, das Fischer-Upgrade ist gleich durch. Und ich glaube, dann wird es uns deutlich besser gehen. Sollte es jedenfalls. Es ist ein ungemeiner Wirtschaftsboost, wenn einfach alle Wirtschaftsgebäude auf Stufe 2 gleichzeitig kommen. Das merkt man. Dann könnte ich mir eventuell gleich einen Saruman oder einen Ugluk gönnen. Ich glaube, ich nehme den Ugluk erstmal. Bin ich hier auf der sicheren Seite. Und ich mag das wie die ich mag die Rammen. Echt toll. Waage in der Waaggrube und ich habe kein Geld für Waage. Was eine Ironie.
Welche Ironie. Ja, wir wollen auf... Oder? Ah, gehen wir mal auf Industrie. Ah, wir leben die Industrie aus. Ich würde hier gerne Vision drauf haben. Kurz machen wir mal da oben Vision. Muss ein paar Bäume fällen. Ah, ha? Gibt's auch direkt den nächsten Wirtschaftsboost. Und da würde ich auch sagen, dann gehen wir da auch gleich drauf. Und Wirtschaftsgebäude auf Siedlungen. Wir haben in der Festung aktuell mehr. Deswegen gehe ich auch erstmal auf die Festung. Weil die Karte müssen wir uns erstmal wieder mühseliger zusammensuchen. Ja, zusammenbekommen. Ah, einfach Uruks, wenn wir nie genug haben. Zum Glück nutzen sie diese Rammen gerade nicht so wirklich. Bin ich ein bisschen dankbar für. Oh ja, ich überlasse ihn dir, keine Sorge. Speere! Aber wir haben uns das Spellbook ja gar nicht angeguckt, wirklich. Nicht groß. Ich gehe da ein bisschen noch mit rein. Industrie. Als Volksspiel hat man den Magierturm. Man hätte, denke ich, auch Saruman in vielfarbig nehmen können. Das wäre, glaube ich, auch fein gewesen. Das Ding ist auch vom Magierturm. Es dreht sich beides um Saruman. Mit dem Magierturm kann ich, glaube ich, nichts anfangen, wenn ich Saruman nicht besitze. Das ist ein bisschen doof. Okay. Mehr Helden. Ende. Okay. Rohan baut fragwürdige Dinge. Habe ich aber nichts gegen? Ne, es ist Rohan. Die sind halt nicht so helle. Ne? Dann schicken sie halt mal das Unlager einfach in den Tod. Ja, das ist halt normal passiert. Ach Gott, dieser Sammelpunkt. Ich bin froh, dass der nicht mehr so ätzend ist wie früher. Du lebst ja noch. Was? Okay, Lurz geht da mit dem Bogen scheinbar nicht hin. Noch jetzt. Ich bin auch froh, dass auf der Map hier die Vorposten nicht innen sind. Multiplayer ist das halt stellenweise echt annoying, wenn dann einfach beide sich in der Mitte klumpen und nichts passiert. Echt nicht so schön. Ich wollte ja Waage bauen, ne? War ja was. Und warum steht Lurz in den Gegnern? Unglück, du hast doch dunkle Medizin. Hier gibt es mal Lurz, der braucht ein bisschen Heilung. Wunderbar. Der harte Marsch, auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Von Unglück. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als Uruks, die wütend hinter Bauern hinterherrennen und sie abschlachten wollen. Ja, ja, oh, schön macht das, Alter. Woher kommen denn die ganzen Bauern hier? Mein Gott, da freue ich mich. Ja, Waage theoretisch hätte ich vielleicht auch versuchen können, im Early Game zu bauen gegen andere Reiter. Da sollten sie eigentlich eine ganz okayische Figur machen. Wieso wurde das Ding ab? Achso, mein Stufe 3 Upgrade, richtig. Da war ja was. Ich glaube, ich nehme das direkt für die Außengehöfte auch jetzt. Ja, und das Tolle ist natürlich, wenn du jetzt ein Gehöft verlierst, ist es nicht mehr so schlimm, weil es direkt auf Stufe 3 wiederkommt. Also wenn du natürlich der bist, der selber angreift, ist es nicht so schön, aber... Naja, auf der anderen Seite, gegen die KI ist es, glaube ich, ganz angenehm, vielleicht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Kann ich mir wirklich durchaus vorstellen. So, los auf seine Führerschaft. Plus 30% Schaden.
Uruk hatte ja auch eine Führerschaft. Interessanterweise plus 25% Rüstung und der. Okay. Ich dachte, man hätte sie auf 30% so alle gemacht mittlerweile. So, Gamling. Der Radius ist halt echt groß auf dem Paladin. Also du siehst da echt eine Menge. Wovon wird Uruk eigentlich so bedrängt hier? Blutwurst, let's go. Hey, ich werde mich wohl hier ein bisschen zurückziehen müssen. Weil da wieder Mary steht, der meine Einheiten umbringt. Also Mary die schlimmste Einheit wahrscheinlich. Ah, der ist bis Level 2, das ist gut. Dann stell dich in die Ecke. Man kann sich regenerieren. Ich hab hier noch ein Bug-Bataillon. Ah, Isengard liegt ein bisschen zu. Dann werde ich mir mal die Schergen jetzt hier holen. Ich kann die hier alle drei gleichzeitig einsetzen, ist das Coole. Und das mache ich auch mal. Rohan, Reiter im Endeffekt, Verräter, Reiter. Und Pieschnack. Orks versuchen doppelten Schaden. Man kann ihn ein bisschen als Heldenkiller benutzen. Allerdings ist gerade kein Heldenkiller da, außer Merit, der wieder meinen Lurt abknallt. Prinzipiell der Spell so echt gut, ne? Muss ich sagen. Also von der Stärke her wahrscheinlich. Du kriegst halt echt eine Menge Truppen. Womit du echt was anfangen kannst. Wie lange hält das Palantir denn eigentlich? Holy moly. Das Palantir wirkt mir als Level 1 Spell wirklich sehr stark. Also Vision ist, je besser man ist, desto stärker ist Vision auch. In solchen Games. Aber weil du genau weißt, was der Gegner tut, dich darauf vorbereiten kannst. Und ja. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich davon halten soll. Ah, ihr habt euch gut regeneriert. Das ist sehr schön. Und ihr reitet jetzt einfach meine Base ran. So, und jetzt werde ich es mal wagen. Ich werde mal jetzt hier meine ganzen Sachen hier abreißen. Ich kriege ja dafür die Hälfte wieder. Dafür brauche ich jetzt Schmelzöfen. Und dann gehen wir jetzt auf Upgrades. Die sollten jetzt dann ganz gut reinkicken. Kannst du auch mal wieder das Pümpchen hier hochziehen. Ich ein bisschen abgefangen habe. Ups, nein, die will ich nicht bauen. Ich könnte Berserker bauen. Berserker sind natürlich super gegen so einen Helden-Spam. Isengard hat natürlich auch noch die Uruk-Schildträger. Die könnte ich mir auch überlegen. Die sind eigentlich in Kombination sehr potent. Es gab Versionen, da waren die halt wirklich sehr, sehr strong. Und ihr sterbt da unten weg, das ist nicht so geil. So. Jetzt können wir uns auch mal Saruman den Vielfarbigen holen. Den Magierturm hole ich mir dann danach. Nachdem ich es auch mal etwas gelevelt habe. Lurz gibt halt echt immer aufs Maul, ne? Ist halt krass. Ich bin auch ein Helden, den ich hier rausholen muss. Naja. Erneut steigt Rauch auf über dem Schiff. Dann gib mal deinen Truppen ein bisschen Erfahrung, ist auch mal. Ey, was wird denn das da? Blutwaage erforschen. Uff, brauche ich das? Ach, bestimmt. Ne? Ich brauche alle ab, wenn sie gehen. Ne? Ja, Klingen sind fertig, die nehme ich natürlich immer gerne.
Die gute Upsachen. Das wollte ich nicht. Ob er sagt, kann man auch hingeben. Ja. Reiter ebenso. Aber ich könnte sie besser Harrison. Wunderschön. Ich brauche noch ein paar Standardtruppen. Ich würde jetzt gerne versuchen, überall Minenschächte zu bauen. Wenn das irgendwie geht. Um meine Uruks natürlich weiterhin zu verbilligen. Was glaubst du denn, wie viel Zeit wir noch haben? Die Saruman zeigt eine Macht. Wunderschön. Und wenn wir uns jetzt den Magier-Turm hier holen. Er ist instant da. Okay, das stimmt. Das stimmt fix. Oh, da kann ich Saruman drauf tun. Aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren. Und er kann dann einige Fähigkeiten wirken. Wenn man den soweit ich weiß, sind sie gebufft, die Fähigkeiten beim Magier-Turm. Und man kann da gebufft als erforschen. Ah ja, theoretisch könnte ich jetzt hier ein schönes Gewitter runterkommen lassen. Oh, das werden wir uns mal angucken. Ja, darum hat es Macht. Resentiert. Ah, hier kann man Blutwaage kaufen. Das machen wir auch mal direkt. Ah, Rüstungen. Ich weiß nicht, wie Lotz das immer schafft, aber er kriegt halt immer echt einen auf die Mütze oder sowas, ne? Ich weiß nicht, sind Waage ultra anfällig gegen Bogenschutz? Kann das sein? Also auch nicht, irgendwie bin ich echt nicht überzeugt von dem Wagen, muss ich sagen. Oh, Lurz, du ziehst dich mal ein bisschen zurück, ja? Gerade wird es etwas ungemütlich. Urluk, ruf aus dem Verließen. Kann mal Ruhe rufen mit seinen Speeren. Ach, die haben sogar unterschiedliche Cooldowns hier. Ah, das ist nicht interessant. Ah, das ist ein 5er Bataillon hier. Level schon 5. Was? Hab ich ja ganz gut gelevelt, würde ich mal behaupten. Was machst du da? Was denkst du mir jetzt dabei so? Ob nicht viel, ne? Ah, ne? Was auch. Ach, was soll das denn? Was ist denn los mit euch? Lasst die Waage los! Reite! Wir greifen an! Prinzipiell kann ich hier auch noch eine Menge andere Sachen wirken. Ich weiß nicht, wie weit. Und dein Mitleid. Ich habe keine Verwendung dafür. Hui! Oh, die Ramme war schon kaputt, aber Magieschuss kann ich wahrscheinlich auch nur sehr nahe wirken. Kann ich die einfach zurück hinterher? Ich kann ihn einfach an eine freie Stelle wirken? Das ist interessant. Dieses 5er Bataillon würde ich halt echt gerne behalten. Und verbinden. Weil das wird jetzt unbesiegbar sein hier. Habe ich nochmal ein bisschen schwarze Medizin für die hier. Ja, und Isengard, ne, jetzt mit Upgrades. Werde ich natürlich langsam zu einer kleinen Macht. Was? Oh. Ja, warum bleibt ihr denn nicht an? Was ist denn. Was ist denn los mit euch, Waage? Vorposten kann ich mir noch nicht holen. Also ich möchte mir das Stahlwerk einholen. Ja, und Saruman tun wir mal hier wieder raus. Upgrades, verdreifacht die Ressourcenproduktion, kann man nehmen. Wir nehmen das Kraut, ne? Geld ist, hat hier auf jeden Fall einen großen Stellenwert. Ich weiß, also Lurz und dieser Mary, ne? Das ist halt echt Duell hier. Das ist halt echt krass.
Sollte Lurz hoffentlich gewinnen. Ja. Und dann holen wir uns mal. Isengard wird entfesselt. So, ich kann jetzt auf die Zitadelle wirken. Und es wirkt einfach cooler, wenn dann so eine große Armee in der Base kommt. Und ich habe sie auch permanent. Das ist unglaublich schön. Und und damit kann ich jetzt hier ordentlich einen drauf machen. Ihr solltet vielleicht nicht mehr in die Piken rennen. Nicht die beste Idee eures Lebens. So, fragwürdig. Der Troll lebt hier unten noch. Oha. Habe ich ein Bataillon Piken, was ich eben abstellen kann? Lauf schneller! Sie müssen sterben! Lurz, du hast auf jeden Fall ein Ziel. Heute kosten wir Menschen. Die sind nicht zum Essen da. Ja. Willst du auch was haben? Saruman wird seine. Also dieser Merry, ne? Der ist halt. Er ist halt echt stressig, der Junge. Ja, mittlerweile habe ich halt echt viel Geld. Da kann ich jetzt einiges mit machen. Ich wollte schon sagen, wenn ihr das nicht schafft gegen den, dann könnt ihr auch gleich aufhören, hier irgendwas zu machen. Ist hier oben noch der Troll, ist die Frage. Ist es nicht so? Die Zeit drängt. Na, Saruman auf 6. Alle den Tod. Aber das weißt du. Saruman ist bereits unterwegs. Ach, was ist denn los mit euch? Was ist denn euer Problem? Was habe ich euch denn getan, die doofen Bauern? Ah, okay. Dann reißen wir mal das hier ein, hier oben. Guten Grieschnack, Jungs. Saruman, gib noch mal ein bisschen Erfahrung. Die sind zwar schon alle ziemlich hoch gelevelt, aber man kann nie genug Level haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, und man merkt, die Isengard-Wirtschaft kriegt richtig gut rein. Ich habe mittlerweile so viele Ressourcen, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Und damit werde ich mir auf der einen Seite einmal das gute Stahlwerk holen, was meine Wirtschaftsprodukte noch mehr erhöht. Ich meine, ich hätte schon versuchen können, direkt auf Belagerung zu gehen. Was ist eure Mission? Aber wäre schön, wenn ich da oben den Vorposten einnehmen könnte. Weil dann kann ich da oben einfach Belagerung bauen. Das wäre insgesamt doch ganz angenehm. Ich glaube an euch, ihr schafft das. So, Dene. Dann brauchen wir noch ein paar Dunländer hier. Krass, ich krieg's nicht in diesen Vorposten einzunehmen. Das ist. Wie schnell ist denn jetzt. Ich hab dabei. Ja gut, dann muss ich halt jetzt hier anders. Dann halt eben nicht. Ja, dann machen wir mal die ganzen verbesserten Upgrades hier. Da würde ich meine Orks einfach noch biestiger werden. Es wundert mich halt echt, dass ich den Vorposten damit nicht eingenommen habe. Das wundert mich schon ein bisschen. Naja, vielleicht mit dem nächsten Ansturm. Wir werden angegriffen.
Nichts kann die Weiße oder Isengard fällt das Tor offen. Und ich kann mir natürlich dann gönnen. Das ist jetzt natürlich auch was. Ja, dieses Erfahrungsboost von Saruman. Halt echt stark. Ja, die KI scheint die Tore aufzulassen. Sag ich mal, gut. Nehme ich an. Oh, da sprengt die Zitadelle komplett hoch. Was? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber sehr gerne doch. Es lohnt sich hier gar nicht irgendwo. Kann ich eine Ramme übernehmen? Ist was tot, ne? Aber das Unlager werden. Oh ja. Was willst du? Das hat nun ein Ende. Na, dann nehmen wir halt so die Sachen hier ein. Und meine Waage, ja gut, das sind Piken. Gut. Sollte vielleicht ein bisschen mehr auf sie aufpassen. Aber nun gut, ich glaube, das ist jetzt eh egal. Weil es wird kein Morgen für die Menschheit geben. Jedenfalls nicht für die Menschheit von Rohan. Das gefällt mir sehr gut. Leider ein bisschen schade, dass die KI sehr oft das macht, dass die, wie heißt es? Dass das Tor offen bleibt. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Gucken wir mal hier ein bisschen, schnell noch offensiv. Ich sag mal, hat kein Gebiet mehr gegen Gebäude, ne? Ja. Ne? Ja, dass die Tore auflassen, ist ein bisschen schade. Nimmt ein bisschen das Belagungsfeeling, aber bin jetzt dem auch nicht unbedingt so neidisch abgelehnt, also kann ich mit leben. Auf jeden Fall merkt man, Isengard ist immer noch eine Wirtschaftsmacht, ne? Du kriegst echt viel Wirtschaft. Das war das letzte Gebäude, oder? Ah ne, hier oben haben sie dann noch was stehen. Den letzten Vorposten Rohans. Aber auf jeden Fall ist jetzt die Festung hinüber. Das war einfach. Ah, es war zeitweise echt ein bisschen anstrengend im Early Game. So geht die KI da ein bisschen durch. Ja. Und ich würde sagen, dann platzieren wir uns mal hier. Und bauen hier einfach noch mehr Wirtschaft, einfach weil wir es können. Jetzt greifen uns von überall an. Also jetzt macht euch bitte nicht selber lächerlich, ihr Rohanbauern. So, und dann würde ich mal sagen, marschieren wir mal in den Norden und werden die Reste Rohans auslöschen. Ja, das ist ja jetzt nur noch ein bisschen Fleißarbeit. Ich habe gerade kein Geld mehr, ich habe schon wieder 2000. Das ist wirklich faszinierend, wie schnell man noch Geld hier reinbekommt. Muss ich sagen. Ich werd mal die Gehöfte hier einfach mal ignorieren. Mein Gott, wo kommt denn diese ganze Rohanarmee? Aus dem ein Ding hier oben? Na dann. Dann werden wir mal diese Zufuhr jetzt hier abschnüren und das Spiel beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Isengard, ja, es hat interessante Mechaniken. Es gibt einige schöne Änderungen, die ich mag an Isengard. Ich finde, das Spellbook wirkt sich hier ein bisschen schöner aus als bei anderen Völkern. Es wirkt sehr stimmig. Und ja, sonst wird an Isengard nicht so viel geändert. Bei den Sägewerken spürt man es schon ein wenig, dass man so einen Wirtschaftsboost bekommt. Aber man sieht es vor allem, dass die Dings weg sind. Brutal Rohstoffe.
Okay. Woher? Was hast du getan? Aber wo? Okay. Ah, deswegen kann man am Ende auch so viele Truppen auf einmal, ne? Weil die auf einmal so einen Rohstoffe aus dem Mix bekommen haben. Ja, die kriege ich halt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, Isengard. Ich bin auf jeden Fall positiv von Isengard überzeugt. Ist ein Volk, kann man spielen. Und ja, guckt euch selber an ansonsten. Und bis zum nächsten Mal. See ya!